Ach ja, Mario Kart. Der König der Multiplayer-Spiele. Ich mag zwar auch Splatoon und Smash ganz gern, aber Mario Kart ist immer noch eine Klasse für sich. Und wie viele andere auch, warte ich seit Ewigkeiten auf Mario Kart 9. Und ich warte und warte und warte. Es wird kein Mario Kart 9 geben. Oder? Ja, es scheint, als würde das Spiel noch einige Zeit auf sich warten lassen. Während bisher, mit Ausnahme des Gameboys, weil er wahrscheinlich einfach nicht stark genug war, und des Virtual Boys, weil er, nun ja, der Virtual Boy war, für jede Nintendo-Konsole ein völlig eigenes Mario Kart erschienen ist, sieht es diesmal leider etwas anders aus. Die Nintendo Switch hat bereits zwei Mario Kart-Titel bekommen. Mario Kart 8 Deluxe, was eine vollständige Version des Wii U-Titels war, sowie Mario Kart Live. Home Circuit, welches Spielzeugautos nutzte, um die Mario Kart-Erfahrung ins echte Leben zu bringen. Aber wie viele andere auch, empfinde ich das als eher enttäuschend. Denn Mario Kart 8 habe ich bereits auf der Wii U gespielt und Mario Kart Live ist nun mal Mario Kart Live. Es interessiert mich einfach nicht wirklich. Was wir brauchen, ist ein neues, richtiges Mario Kart. Ein Mario Kart 9. Aber wird es eigentlich überhaupt dazu kommen? Nun, ich habe da mal ein paar interessante Sachen recherchiert. Zuerst einmal, jedes Mario Kart kam bisher innerhalb der ersten zwei Jahre der Konsole raus. Oftmals sogar direkt im Erscheinungsjahr. Das ist natürlich kein Zufall, denn Mario Kart ist Nintendo System Seller schlechthin. Zu sagen, dass Mario Kart für viele ein Kaufgrund für Nintendo-Konsolen ist, wäre fast schon untertrieben. Denn auf jeder Nintendo-Konsole und jedem Nintendo-Handheld ist Mario Kart in den Top 4 der meistverkauften Spiele. Ja, richtig gehört, nicht mal Top 5, sondern Top 4. Wow. Und seit Mario Kart 7 auf dem 3DS sogar das meistverkaufte Spiel auf jeder Nintendo-Plattform. Ja, auch hier richtig gehört, Mario Kart 7, Mario Kart 8 und Mario Kart 8 Deluxe sind die meistverkauften Spiele ihrer Plattform. Aber RGE, wenn Mario Kart sich doch so gut verkauft, würde es da nicht Sinn ergeben, so langsam mal ein Mario Kart 9 rauszubringen? Jein. Versteht mich nicht falsch. Ich möchte natürlich auch unbedingt einen Mario Kart 9 haben. Deswegen mache ich auch dieses Video. Aber gerade der Erfolg der Spieleserie macht es momentan unwahrscheinlich, dass wir allzu bald ein Mario Kart 9 bekommen werden. Lasst es mich erklären. Während die Wii U damals aus vielerlei Gründen ein Flop war, ist die Nintendo Switch das genaue Gegenteil davon. Mit momentan etwa 90 Millionen Sales ist die Switch auf dem besten Weg, Nintendos meistverkaufte Konsole aller Zeiten zu werden. Und nur nochmal zum Vergleich. Die Wii U konnte sich gerade einmal 14 Millionen Mal verkaufen. Und das in einem deutlich längeren Zeitraum. Und dieser immense Erfolg wirkt sich natürlich auch auf die Spiele aus. Mario Kart 8 Deluxe verkauft sich heutzutage immer noch genauso großartig wie damals. Ist es also überhaupt notwendig, ein Mario Kart 9 rauszubringen, wenn Mario Kart 8 Deluxe immer noch eine absolute Goldmine ist? Und hier der andere Aspekt. Die Zeit. Es ist einfach nicht mehr viel Zeit übrig. Damit meine ich Folgendes. Die Switch ist nun schon 4,5 Jahre auf dem Markt. Und der Standard-Konsolenzyklus beträgt 6 bis 7 Jahre. Wir haben also wohl noch 2 Jahre vor uns. Bis dann, keine Ahnung. Nennen wir es einfach mal, die Nintendo Switch 2 rauskommt. Ist es dann nicht viel wahrscheinlicher, dass Mario Kart 9 für die nächste Konsole erscheinen wird und nicht mehr für die Switch? Ich meine, das Spiel wurde noch nicht mal angekündigt. Wir wissen nicht mal, ob es überhaupt existiert. Da halte ich ein Erscheinen für die wenigen verbleibenden Jahre der Switch für doch eher unwahrscheinlich. Aber letztendlich mutmaße ich nur und könnte natürlich vollkommen falsch liegen. Wer weiß also. Wenn es mit Ausnahme von Mario Kart Live kein eigenes Mario Kart für die Switch geben würde, fände ich das schon schade. Denn das letzte, in Anführungszeichen richtige Mario Kart, liegt jetzt schon mehr als 7 Jahre zurück. Und das ist der mit Abstand größte Zeitraum, der jemals zwischen zwei Mario Kart-Titeln lag. Aber es bahnt sich leider doch schon so ein bisschen an. Deswegen ist es meiner Meinung nach definitiv Zeit für ein Mario Kart 9. Aber ich denke nicht, dass die Switch das bekommen wird. Oder wie seht ihr das Ganze so? Habt ihr Bock auf ein Mario Kart 9? Und falls ja, glaubt ihr, dass es noch auf der Switch kommen wird? Eure Meinung wie immer in die Kommentare. Und ein Daumen hoch zur Unterstützung wäre natürlich auch wie immer sehr nett. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.